Hallo ihr lustigen Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen zurück zu Battlestar Galactica Deadlock. Wir können vielleicht schon wieder Torpedos abfeuern. Sehr gut. Missiles on their way. Das ist gerade so wichtig, man fasst es gar nicht, wie wichtig das ist. Ich möchte diese Revenant hier killen. Was ist das hier? Die brauchen noch eine Weile. Gut, also wir versuchen jetzt hier so nach und nach die großen Schweren rauszunehmen. Was schwer genug ist. Adamant is taking damage. Wir verlieren den Adamant. Nein. Nein. Finde ich mega ungeil. Ah, fuck, ey. Man schafft's einfach nicht, völlig ohne Verluste dieses Spiel zu spielen. Man schafft's einfach nicht. Kannst du machen, was du willst. Es klappt einfach nicht. Subsystem repairs are complete. Juhu. Warum schießt ihr nicht? Aber wir drüber sind. Wir können gar nicht schießen. So ein Scheiß. Yes, Commander. Dadurch, dass wir drüber sind, können wir gar nicht schießen. Ja gut, dann können wir auch abdrehen vollständig. Sind wir mal ehrlich, dann können wir auch abdrehen. Adamant is taking damage. Irgendwas bekommt. Oh Gott, ey. Die nächste, die schon richtig Schaden frisst. Tja, die hat jetzt auch rechts keine Panzerung mehr. Die wird aber auch nicht mehr entkommen. Die wird es versuchen, aber sie wird auch nicht mehr entkommen. Kann ich jetzt wieder Raketen abfeuern? Ich kann Torpedos abfeuern, sehr gut. Bitte auf den da. Understood. Understood. Die letzten Torpedos. Gut. Wie gesagt, wir drehen uns hier einfach fröhlich im Kreise. Understood. Ringel, Ringel, Reihe, Style. Adamant is taking damage. Boah, ey, was die frisst? Nein, 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 nicht treffen, nicht treffen, nicht treffen. Nein. Böser Revenant, ganz böser Revenant. So, gut. Ich weiß gerade eben gar nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll. Es kann immer noch passieren, dass wir jetzt... Also ohne Witz, es kann passieren, dass die Revenant uns völlig vernichten. Das ist gerade eben einfach ein Fakt. Das kann wirklich passieren. Auch wenn das Ding jetzt hier ordentlich schluckt, so wie es aussieht. Da sind nämlich gerade eben die Vipers dran. Schmelzen jetzt zusammen mit den anderen Schiffen hier die Panzerung runter. Wir gehen erstmal auf den da. Wir haben beide Revenants, beide verloren. Scheiße, wir haben beide Adamanten verloren. Boah, fuck, ey, das nervt. Torpedo abfeuern. Understood. Dauert noch, okay. Dann Zug beenden. Mach's kaputt! Boah! Bitter, wie viel wir schon wieder verloren haben. Richtig, richtig bitter. Subsystem reparieren. Linke Panzerung ist halt völlig weg. Keine Reparatur nötig. Ich verstehe das teilweise nicht. Okay, ich muss nichts reparieren. Keine Ahnung, also ich kann die Panzerung anscheinend nicht reparieren. Auch wenn ich es kurzzeitig mal gedacht habe, dass es vielleicht ginge. Ich sag denen jetzt natürlich auf jeden Fall, hey, komm. Ihr habt Main... Oh, da ist ja noch was. Da ist ja was. Das kommt jetzt überraschend. Dann gehen wir erstmal auf die Talon da los. Die habe ich ja gar nicht gesehen.
So say we all. Ich habe bei so vielen Revenants, bei so viel Schaden, den man unnötigerweise frisst. So viel zum Thema, ich wollte mich aus dem Kampf raushalten, ne? Am Arsch. Das habe ich ja richtig hingekriegt. Understood. Was machst du? Ja, du fliegst ja einfach tapfer weiter. Du kriegst auch genug Aufmerksamkeit, das befürchte ich nämlich jetzt schon. Nein. Oder vielleicht doch. Nee, die drehen gerade eben alle ab. Yes, Commander. Die letzten Torpedosalve, glaube ich, die ich machen kann. Ja. Geht einfach nichts mehr. Adamant is taking damage. Echt? Welche Adamant bekommt jetzt schon wieder Schaden? Nee, das ist doch lächerlich. Boah, Gott sei Dank, die Revenant ist raus. Gott sei Dank. Der wird es auch nicht mehr lang machen. Der hat auch schon genug geschluckt. Adamant is taking damage. Wobei der Schaden, den sie macht, noch echt ordentlich war. Boah. Das war bitter. Das war richtig bitter, sage ich euch. So, wir haben allerdings jetzt hier wieder eine... ein Battlestar. Ich weiß noch nicht, wo ich diesen Battlestar hinpacken will. Vielleicht wäre der als Flaggschiff hier eigentlich sehr, sehr gut. Für den Kollegen hier. Machen wir mal. Wir haben 761 zum Produzieren. Dann bauen wir jetzt halt einfach nochmal ein. Kein Tellurium mehr jetzt. Fleet Group has its coordinates. Noch mehr Gedöns. Transfer in diese Flotte rein. Und jetzt ist der jetzt da drin. Hat der jetzt hier das Flaggschiff dadurch? Ist der in dem richtigen Schiff? Ich nehme mal an, dass er dann jetzt im richtigen Schiff ist. Gut, dann springen wir mal dahin und sorgen dafür, dass die keinen Bock mehr haben. Kostet uns jetzt halt wieder ein Arsch voll Zeug, ne? Verlustwahrscheinlichkeit 2%. Ja, komm, das können wir automatisch machen. Erzähl mir ja nicht, dass ich was verloren habe. Sehr gut. Kolonialer Sieg. Dann springen wir dahin. Ich habe immer das Gefühl, das kostet immer genauso viel, wie ich habe. Den Eindruck habe ich. Es kostet immer genauso viel, wie ich habe. Oh. Ja, das müssen wir selber kämpfen. Das ist sonst zu kritisch. So, wir haben ein neues Schiffili. Auch dem gebe ich natürlich Torpedos und die MK2-Variante. Hä? Oh, kann ich gar nicht. Kann ich gar nicht. Ich muss tatsächlich runterkürzen. Scheibenkleister. Das habe ich nicht kommen sehen. Jetzt kann ich es machen. Krasse Scheiße. Viel zu teuer. Prepare to jump in 3, 2, 1. Tja, die Wirtschaftlichkeit ist wie immer das Problem, ne? Die bricht uns das Genick. Das ist in dem Spiel schon ziemlich streng gehandhabt, wie ich finde, mit der Wirtschaftlichkeit. Du kannst einfach gar nicht so viele Flotten unterhalten, wie du gerne wollen würdest.
Allein das Kämpfen kostet zu viel Thylium. Gut, dann würde ich mal sagen. Ja. Understood. Holt euch die da hinten. Ich habe ja fast gar keine. Ich habe nur ein einziges Geschwader, das ist MK2 ist. Understood. Ich hoffe, dass wir das jetzt nicht irgendwie bereuen oder sowas. Sir. Die sind halt, glaube ich, hauptsächlich langsamer und arg viel schlimmer ist es ja, glaube ich, gar nicht. Ja, die fliegen da lang. Komm, wir lassen sie einfach weiterfliegen. Hostile unit identified. Hasse es. Missiles incoming. Ah. Autsch. Na gut, wir fangen jetzt einfach mal damit an, indem wir jetzt schon mal sagen, komm. Die wollen es wissen. Dann will ich es auch wissen. Wer von euch kann weiter schießen und so. Wir sehen schon den ersten Gegner. Und daher wir jetzt... Was unsere Raketen angeht, ja ohnehin jetzt schon stark eingeschränkt Understood. Wurden. Was soll denn der Quatsch jetzt hier? Achso, geht ja gar nicht mit C. Mit X geht das. Das verwirrt mich immer wieder mal so ein bisschen. Ich teile jetzt ja immer meine Raketen auf. Yes, Commander. Nein, du sollst auf den hier schießen. Gut, und Feuer frei. Manche sind schnell, manche sind langsam. Mal gucken, welche Raketen jetzt erfolgreicher sind. Ich glaube, die dürfen vollständig verfehlen. Yes! Wunderschön, wie sie alle daneben gegangen sind. So say we all. Da bin ich ja glatt mal begeistert von unserer Treffsicherheit. Yes, Commander. On it, Commander. Ja, auf jeden Fall ist die hier raus. Adamant is taking damage. Was? Unfassbar. Ich muss den komplett eindrehen. Understood. Ich hoffe bloß, dass es jetzt hier zu keiner Kollision deswegen kommt. Adamant is taking damage. So, warte mal, der ist jetzt gehackt. Ich glaube, ich möchte was dagegen tun. Ja, ich repariere das hier. Yes, Commander. Du tauchst jetzt einfach unter dem Problem unten durch. Da ist nochmal was geplatzt. Sehr schön. Soll ruhig noch mehr platzen. Wird der nächste gehackt. Ich glaube, wir haben jetzt auch gleich wieder eine Runde, wo wir Raketen abfeuern können. Können wir. Na, gehen wir mal auf den nächsten gleich mit allem, was wir haben. Missile tubes prepped. Immer schön die Lenkraketen auf den Gegner. Und den Torp hier. Ja, auf den da. So, jetzt gehe ich dann doch mal auf gezieltes Feuer. Wenn ich darf, liebes Spiel. Ich komme nämlich jetzt hier schon gefährlich nah. Eigentlich kann ich dem jetzt hier wieder sagen, komm, Feuer frei mit allem, was du hast. Yes, Commander. Jo, die ist fast schon fertig. Oh, die kommt gefährlich nah. Scheiße, kommt nah. Boah, Gott sei Dank ist sie geplatzt. Das hätte uns eine Kollision gegeben.
geht trotzdem tiefer runter. Ich bin da ein bisschen paranoid, was das Thema angeht. Nee, du sollst auf den da schießen. Schön auf alles ballern. Genau, der hat auch schon Schaden. Und der letzte. Nee, du schießt auch noch auf den da. Wir müssen erstmal die hier rausnehmen, die schon von Anfang an nervig sind. Was ist denn das hier? Grab your gun and bring in the cat. Und nothing but the rain schon wieder. Wahrscheinlich ist das, hat das irgendwas mit Fokusfeuer zu tun, was sie da von mir, was sie da labern. Yes, sir. Understood. Kann ich wieder Raketen abfeuern oder dauert das noch? Es dauert noch eine Runde, okay. So say we all. So, jetzt kommen ja nicht auf die Idee uns hier irgendwie... Adamant is taking damage. Aha. Keine Ahnung, warum der jetzt hier nicht geschossen hat. Yes, Commander. Yes, sir. Wir können aber jetzt, glaube ich, wieder Raketen abfeuern. Yes, Commander. Der hier wird es ohnehin nicht packen, deswegen gehe ich mit den Raketen dann gleich schon auf was anderes. Genau, auf den da. Ah, der braucht noch eine Runde. Brauchen alle noch eine Runde. Warum ist die... Warum ist die... warum ist der Battlestar schneller? Versteh's nicht. Na, wie viel steckt der noch ein? Viel zu viel für meinen Geschmack. Viel zu viel für meinen Geschmack. Yes, Commander. Aber jetzt können wir ihm immerhin auch sagen, komm jetzt... Yes, Commander. Diese Raketen sollten reichen. Nein. Achso, du hast ja deine Raketen schon abgefeuert. Stimmt. Und es funktioniert bei dem ja auch ganz anders. So. Wir haben nur noch die zwei. Missile Tubes prepped. Understood. Dann hoffen wir mal, dass es jetzt reicht mit den Raketen. Ja, die Raketen waren an denen hier verschwendet. Der platzt auch so schon. Und der wird diese Raketensalve auch nicht überstehen. Ich kann aber die Runde beenden an der Stelle, glaube ich. Würde mich wundern, wenn er das übersteht. Nope, das übersteht er nicht. Hauptsache, unsere Flotte hat sie bestanden. Gut, liebe Leute. Dann gehen wir mal hinaus. Wir sind jetzt auch schon kurz vor Ende der Folge. Wir haben diesen Planeten hier irgendwie befreit. Da ist noch ein anderer Planet irgendwie jetzt mit am Start. Wieder kein Tyllium, ey, das ist so bitter. Sprung dahin, please. I've plotted the jump coordinates, sir. Tja. Und ich kann jetzt schon mal ankündigen, Leute, dass die nächste Folge wohl die letzte sein wird. Ich hoffe, ja, dass euch das Spiel trotzdem gefallen hat. Und ja, vielleicht machen wir irgendwann mal in der Zukunft weiter. Ich weiß es nicht, ich verspreche da jetzt momentan noch gar nichts. Weil ich es einfach nicht weiß. Detected a Base Star Group, sir. A Base Star Group. Was ist eine Base Star Group? Man weiß es nicht. Ich bin mal mutig. Kolonialer Sieg. Geil. Battlestar is ready for orders. Und wir haben wieder eine Battlestar. Sehr gut. Dann können wir... Moment. Ja, wir müssen erstmal wiederum ein Schiff rauspacken. Ein Schiff trennen. Dafür das hier wieder rein. Bestätigen. Du, mein kleiner Freund, springst zum Kollegen. Fleet Group is ready to jump. Kostet 30.
Auf jeden Fall haben wir jetzt eine ordentliche Flotte, liebe Leute. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Escort Group has been detected. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.